Eine Makuladegeneration ist eine Erkrankung der Stelle des schärfsten Sehens, der Makula. Und Degeneration heißt in diesem Fall zugrunde gehen von Funktion einer ganz bestimmten Schicht der Makula und in der Folge der anderen Schichten auch. Die Schicht, die zugrunde geht oder die gestört ist, ist das retinale Pigmentepithel, eine farbstofftragende Schicht am Boden der Netzhaut, die dafür verantwortlich ist, dass der Stoffwechsel in der Makula, in der Netzhaut gut funktioniert. Wenn die zugrunde geht und wenn die sich ändert, gibt es eine Degeneration der Makula.